Man kann nicht Atatürk hier mit dem AfD vergleichen, das geht gar nicht. Die Reaktion auf online geteilte Plakate der AfD trifft auf Ablehnung. Selbst Medien in der Türkei berichten. Und die türkischstämmigen Berliner finden den Vergleich unpassend. Nein, kann man nicht vergleichen. Atatürk hat die Demokratie und die Republik gegründet und die Osmanen. Und er war ein bisschen voraussehend. Das ist Quatsch. Wie verbindet man das zusammen? Das verstehe ich nicht. Die Spitzenkandidatin der AfD rechnet hingegen mit türkischstämmigen Wählern. Wir erleben aber trotzdem gerade auch in der türkischen Community sehr viel Zuspruch. Die sehen das durchaus sehr positiv, dass wir auch auf sie zugehen, dass wir mit im Kontakt sind, in Gesprächen sind. Und ich denke, das ist sozusagen auch die Hauptbotschaft, die das Plakat rüberbringen soll. Unverständnis und Empörung, die Reaktion der türkischen Sozialdemokraten in Berlin. Atatürk würde nie diese Partei wählen. Atatürk würde demokratische Parteien wählen. Es ist ein abscheuliches Manöver der AfD, wie wir diese Partei kennen. Es handelt sich um die Ehre und Ansehen eines Verstorbenen. Und wir werden als CHP-Bund in Berlin prüfen, ob ein Strafantrag wegen Verunglimpfung Verstorbener gestellt werden kann. Es bleibt fraglich, ob die AfD die türkischstämmigen Berlinerinnen und Berliner so erreicht.